Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Kata. Hallo. Und schau mal, Kata, wir bauen eine wirklich richtig doll coole Minecraft-Fabrik. Das wird so nice. Wir können uns hier nämlich richtig doll viele Dropper holen. Oh, und wir spielen hier in einer richtig doll schönen Minecraft-Welt. Hallo, Kata, und guck mal, ich habe sogar ein kleines Holzschwertchen. Das ist sehr nice. Und einen kleinen Steve-Kopf. Sehr nice. Okay, ich habe hier auf jeden Fall schon den ersten Dropper. Daraus droppen schon richtig doll viele Holzblöcke. Das ist sehr nice. Die gehen hier über die Schienen und werden hier im Hopper verkauft. Und hier unten in der Kiste werden sie alle gelagert und dadurch bekomme ich Geld insgesamt. Jetzt habe ich schon 15 Geld und das bedeutet, ich kann mir schon den nächsten Dropper holen. Sehr cool. Okay. Jetzt droppen aus dem Dropper richtig viele Steinblöcke und der nächste Dropper kostet 50 Geld und durch die Steinblöcke bekomme ich hier richtig viel mehr Geld. Wie cool ist das denn? Okay. Jetzt habe ich den Dropper mir auch geholt. Hier droppt auf jeden Fall Kohle raus und der nächste Dropper kostet 150 Geld und daraus droppen, Eisen raus. Sehr nice. Okay. Für die Kohle bekomme ich jetzt auch wirklich richtig viel Geld, wenn sie hier verkauft wird und wir können hier unsere Minecraft-Fabrik noch richtig doll gut upgraden mit Teppichen, mit einem Zaun und Wänden. Oh, das ist so cool. Und ich kann mir für 45.000 Geld eine kleine Biene als Haustier holen. Oh, wie süß. Das stimmt. Okay, dann kann ich mir den Dropper holen. Den Dropper hier kann ich mir gleich holen. Jetzt droppt hier auf jeden Fall richtig viel Eisen. Oh, sehr nice insgesamt. Dann kann ich mir den Dropper holen und flop. Jetzt wird hier auf jeden Fall Redstone sogar gedroppt. Das ist sehr nice. Das Redstone fließt hier auf die Schiene und wird hier vorne verkauft. Und jetzt habe ich schon 1000 Geld. Und für 1500 Geld kann ich mir einen Lapis Lazuli Dropper holen. Oh, und zack, bitte holen insgesamt. Jetzt habe ich einen Lapis Lazuli Dropper. Und Moment mal, ich könnte mir hier einen Goldminer holen für 4000 Geld. Das ist ja richtig doll teuer. Und Moment mal, Galtia, meine Minecraft-Fabrik sieht schon richtig doll schön aus mit den ganzen Droppern hier. Oh, sehr nice. Oh, sehr gut. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall auch holen. Und zack, jetzt habe ich den Dropper hier. Und jetzt droppt hier einfach Gold. Das ist sehr nice. Gold ist noch mehr wert. Wenn das verkauft wird, bekomme ich richtig viel Geld dadurch. Und flop, jetzt habe ich schon 2400 Geld. Hier auf der Seite sieht man das alles. Jetzt habe ich schon 3100 Geld. Und 10.000 kostet der Emerald Dropper. Wow, das ist ja richtig doll teuer insgesamt. Und Moment mal, Garte, es wird gerade Tahak. Und wir haben ja sogar ein kleines Nether-Portal. Ich bin so doll gespannt, wo wir dorthin kommen. Oh, das ist ja nice. Moment mal, wird hier durchgehen. Und ich bin im Nether. Oh, sehr nice. Oh, Moment mal. Ich spare jetzt gerade auf meinen Goldminer. Und warte mal, hier im Nether kann man auch wirklich richtig doll cool seine Fabrik upgraden. Okay, ich gehe erst nochmal zurück insgesamt. So und so. Ab zu meiner Fabrik. Ich habe gerade 15.000 Geld. Das bedeutet, ich kann mir den nächsten Dropper holen. Und dadurch droppen noch mehr Items und ich bekomme noch mehr Geld. Das ist sehr nice. Okay, ab zu meiner Minecraft-Fabrik. So und so. Dann hole ich mir den Dropper für 10.000 Geld. Und flop. Und der nächste Dropper kostet 25.000 Geld. Und das ist der Diamantne-Dropper. Oh, und hier droppen jetzt Smaragde raus. Wie cool. Oh, sehr gut. Oh, das sieht voll schön aus. Das stimmt, Kata. Und Moment mal. Hast du auch schon den Smaragd-Dropper? Ja, jetzt gehe ich auch hier gerade auf den Diamant-Dropper oder meiner, sparen. Oh, das ist sehr gut. Okay, der kostet 25.000 Geld. Jetzt habe ich gerade 15.000 Geld. Und warte mal, Kata. Ja? Ich kann dich mal besuchen kommen. Hallo, ich setze dich weg. Ja, ich setze dich nämlich weg. Ich habe nämlich ein Holzschwertchen. Kata, du hast gar keine Chance. Moment mal. Und Kata wegsetzen. Autschi. Nein. Kata, du kriegst Damage. Aua. Ja. Oh, ich hatte noch 4 Herzen, Kata. Das war so knapp. Hallo? Nein, nicht wegschnetzeln! Und ich komme. Nein, bye, bye. Ich bin weg. Du kriegst mich niemals. Tschüsseli. Hey. So schnell weg. Oh Gott, Gata, hey, nicht mich wegschnetzeln. Nein. Moment mal. Ich kann jetzt hier meinen Chopper upgraden. So und so, bitte upgraden. Doch, Gata, nein. Au, oh, hey. Yay. Was ist denn hier los? Ach Mann, okay. Dann kann ich hier auf jeden Fall jetzt den Dropper mir holen. So, bitte den Dropper. Jetzt habe ich den Diamanten-Dropper. Und jetzt droppen hier Diamanten auf mein Fließband. Und als nächstes kommt der Obsidian-Dropper für 60.000 Geld. Das ist richtig, richtig doll teuer. Ich habe gleich 60.000 Geld. Das bedeutet, ich kann mir den nächsten Dropper holen. Sehr nice. Jetzt habe ich den Obsidian-Dropper. Und jetzt droppt hier einfach Obsidian aufs Fließband. Und ich bekomme dadurch noch viel, viel mehr Geld. Das ist richtig doll viel wert. Und der nächste Dropper kostet 150.000 Geld. Das ist nämlich der Nether-Portal-Upgrader. Das ist ja wirklich so nice. Okay, dann würde ich sagen, ich spare auf jeden Fall, bis ich 150.000 Geld habe. Und Moment mal, Kaja. Es ist dunkel und miese, fiese Zombies sind gespawnt. Ich sehe die da ganz genau da hinten. Oh Gott. Wir müssen die wegschnetzen. Hallo, kleiner, mieser, fieser Zombie. Und da, du bist weggeschnetzelt, Zombie. Ah, der macht richtig viel Damage. Der war auch bei mir richtig viel Damage. Oh, ich habe ihn weggeschnetzelt. Oh, sehr nice.
Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich hole mir hier ein kleines Haustier. Ich habe eine Biene. Oh, das ist nice. Moment mal. Jetzt habe ich einen Steve als Haustier und eine Biene. Ah, oh, tipptopp. Wie süß ist das denn? Oh, cute. Oh ja, und warte mal. Ich gehe mal hier ins, naja, Nether rein und schau mal, wie viel das Upgrade dort kostet. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. Moment mal, so und so bitte hier ins, naja, Nether rein. Okay, das hier ist auf jeden Fall mein Platz hier. Oh, für 50.000 Geld kann ich hier mir einen Teppich holen und hier kann ich mir auch Wände holen. Hm, okay, da hole ich mir hier auf jeden Fall mal Wände. Oh, sehr nice. Die Wände kann ich hier noch upgraden. Okay, hier könnte ich mir noch eine Tür holen und noch einen Teppich. Aber das ist richtig doll teuer. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal wieder nach oben und hole mir erstmal den Chopper für 150.000 Geld. Und Kater, hast du dir den schon geholt? Ah, nee, den habe ich mir noch nicht geholt. Und Moment mal, ich habe gleich 150.000 Geld und ich kann mir den Chopper holen. Sehr nice. Oh, das ist ein Upgrader. Jetzt sind die Items auch viel, viel, viel mehr wert. Und der nächste Chopper kostet 175.000 Geld. Das ist so lol teuer. Okay, dann würde ich sagen, ich upgrade hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mein Haus. Ich habe hier auf jeden Fall schon den Eingangsbereich insgesamt. Ich könnte mir hier noch eine Tür holen. So, jetzt habe ich hier noch eine schöne Holztür mit Druckplatten. Das sieht schön aus. Okay, dann könnte ich mir das hier noch holen. So und so. Oh, guck mal, Kater, mein Häuschen sieht schon so schön aus mit dem kleinen Zaun hier außenrum. Moment mal. Kater? Ja? Ich kann mir hier eine diamantene Dekoration holen. Die kostet 20 Millionen Geld. Was? Oh, ich sehe das ja auch bei mir. Das ist ja richtig toll viel. Das stimmt. Okay, warte mal. Ich könnte mich auf jeden Fall noch ein paar Bäume holen. Das kostet 67.000 Geld. Sehr nice. Ich hole mir ein paar Bäumchen. Bitte 67.000 Geld insgesamt. Okay, der Bogen kostet auch richtig viel Geld. Hm, was könnte ich hier noch machen? Die Eingangswände könnte ich noch, naja, ein bisschen größer machen. Oh, da könnte ich für 5.000 Geld mir hier noch mehr Wände holen. Dann hole ich mir das hier noch. Oh, schau mal, Kater, mein Häuschen. Sieht schon tipptopp schön aus. Oh, jetzt habe ich eine kleine Treppe. Hier habe ich Wände drin. Das wirkt nicht sehr nice. Und schau mal, Kater, ich bin hier auf meiner zweiten Etage. Jetzt kann ich hier auf jeden Fall die Wände noch ein bisschen mehr upgraden. Oh, ich kann mir noch ein paar Fenster holen. Oh, das sieht ja so schön aus. Und hier ein Dach. Das ist aber richtig, richtig doll teuer. Okay, ich würde sagen, als allernächstes spare ich erstmal, bis ich mir hier den Dropper holen kann. Der Dropper kostet nämlich 175.000 Geld. Tipptopp. Sehr nice. Und Moment mal, Kater, ich habe 200.000 Geld und das bedeutet, ich kann mir den Dropper hier holen. Oh, sehr nice. Oh, jetzt habe ich hier einen Netherite-Dropper. Und Moment mal, ich kann mir auch einen Nether-Upgrader holen. Da werden hier die ganzen Items nochmal geupgradet und sind noch mehr wert. Und er kostet 200.000 Geld. Das ist ja so doll teuer. Okay, dann würde ich sagen, ich warte, bis ich 200.000 Geld habe. Und dann kann ich mir hier auch den Upgrader kaufen. Das sieht wirklich so doll cool aus, wie die ganzen Items hier in den Hopper reinblumsen. Sehr cool. Okay, ich kann jetzt hier auf jeden Fall den Upgrader holen. Und zack, jetzt werden die ganzen Items hier nochmal geupgradet. Wow, das ist richtig doll nice. Und jetzt bekomme ich wirklich so doll viel Geld. Okay, dann würde ich sagen, ich upgrade auf jeden Fall hier mein süßes Minecraft-Häuschen noch ein bisschen. Dann hole ich mir hier als nächstes die kleine Statue hier für 75.000 Geld. Und Moment mal, hier in der zweiten Etage kann ich auf jeden Fall, naja, auch noch ein bisschen mehr upgraden. Hier habe ich auf jeden Fall schon ein paar Fenster. Da kann ich für 65.000 Geld mir hier ein kleines Dach machen. Und zack, bitte ein kleines Dach. Oh, sehr süß. Und für 75.000 Geld kann ich mir hier einen Steinschwert holen. Kater, da kann ich dich mit einem Steinschwert wegstetzeln. Hey! Da. Moment mal, ich kann mir noch einen kleinen Baum holen. Oh, sehr das. Und ich kann mir für 25.000 Geld hier ein Baumhaus bauen. Und Moment mal, ich sehe der Baumhaus schon da drüben. Oh, du bist im Baumhaus. Hi. Hallo, Kater. Ah, sehr nice. Okay, 25.000 Geld brauche ich. Jetzt habe ich 22.000 Geld, 23 und Baumhaus. Sehr nice. Und Moment mal, jetzt brauche ich noch 35.000 Geld für eine kleine Leiter. Und das Baumhaus sieht schon richtig da lustig aus. Okay, dann kann ich auf jeden Fall das hier upgraden. Das hier kann ich upgraden. So und so. Das wird auch geupgradet. Ich habe einen Bogen. Okay, Moment mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier auch die Leiter geholt für mein Baumhaus. Da geht es hier nach oben. Da kann ich hier auf jeden Fall die Wände vom Baumhaus noch upgraden. Oh, das ist ja richtig teuer. Eine Katze als Haustier. Okay, Moment mal. Das hier kann ich upgraden. Das hier kann ich auch upgraden. Ah, oh, und mein Baumhaus sieht schon richtig doll schön aus. Okay, hier könnte ich mir eine Katze holen für 300.000 Geld. Oh, wie nice ist das denn? Und Moment mal, Katja. Dann kann ich, glaube ich, hier oben in meinem Häuschen noch ein bisschen was upgraden. Hier habe ich auch alles geupgradet. Ich könnte meinen Bogen verzaubern für 1 Million Geld. Das ist so doll teuer. Okay, dann geht sie ab nach oben. So und so. Hier könnte ich auf jeden Fall noch ein Steinschwert holen. Das kostet 75.000 Geld. Ich würde sagen, das mache ich. Oh, sehr gut. Und Steinschwertchen. Sehr nice. Jetzt habe ich hier ein Steinschwert. Oh, wie cool ist das denn? Moment mal. Sehr nice. Und das ist richtig doll stark insgesamt. Oh, die Minecraft-Fabrik hat wirklich so doll viel Spaß gemacht, Kater. Wir haben richtig doll viele Dropper, die richtig doll viele Items droppen. Dadurch bekommen wir so doll viel Geld. Und wir haben wirklich ein richtig doll schönes Haus. Und vor allen Dingen auch ein richtig doll schönes Baumhäuschen hier. Oh, da hast du recht. Das sieht so schön aus.
schön alles aus. Das stimmt, sehr nice. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.